fleißigen Weihnachtselfen gesehen, wie sie die Schoko-Weihnachtsmänner verpackt und organisiert haben. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die ganzen verteilt werden. Okay, wir haben jetzt in etwa 420 Schoko-Nikoläuse jetzt zu verteilen und das alles innerhalb von 40 Minuten in etwa. Wir haben 7 Teams und ein Rentier dabei und wir hoffen, dass alles gut läuft. Ho, 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 ho! Oh, das ist die Weihnachtsmänner vom RCG haben was für Sie. Sie waren anscheinend sehr nett in diesem Jahr. Denn wir haben Weihnachtsmänner für Sie. Halleluja! Vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Idee, dass ihr das organisiert habt für die ganze Schule. Vielen Dank auch schon mal dafür. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Von Gott! Gott gab ihr das Kind und sagte, dass er König werden wird. Doch drängte die Zeit und Bethlehem war überfüllt. Ein fast hoffnungsloser Fall. Keiner wollte die Beine reinlassen, verständlich. Wer wusste, was die mit sich rumschleppen? Corona oder so hätte ich auch nicht gemacht. Sie fragten und sie suchten und zuletzt bot man ihn gar in einem Stall vorlieb zu nehmen. Dort machten sie sich alles Nötige mit Stroh und einer Krippe zurecht. Inmitten der ganzen stinkenden Tiere. Bäh, ekelhaft, gering fand jeder kein Geld für was Besseres. Pass mal auf! Mitten in der Nacht wird das Kind geboren. Eins, jedes wie jedes andere. Und doch soll das Frieden bringen. Ich mach hier das Fremdgedanke. Außerdem erfuhr es bald jeder der Nähe. Ein riesiger Stern leuchtete über Bethlehem auf. Und Engel verkündeten es Hirten und Könige brachten Geschenke. Und doch alle Geschenke und alle Wohltaten, die Zusammenhalt vertrieb alle Sorgen. Wer es meint? Ja, ich sehe schon, den Kerl müssen wir überzeugen können. Mit Terrie und Rechtskraft. Oder mit dem Blick in die Zukunft. Die Zukunft. Ja, auch das glaubst du nicht, aber auch in ein paar Jahren wird es noch Kinder geben, die Weihnachten feiern. Und wie soll es dann da aussehen? Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass sich da nur irgendwas ändern wird. Und wenn ich dir sage, dass es anders ist? Niemals. Ja, doch. Klar, ein paar wollen noch Geschenke haben, aber du musst mal überlegen, Plätzchen backen, Tannenbaum schmücken, beisammen sein. Weihnachtsbäume beim Stellen als so ein Scheiß überhaupt ins Haus, ganz ehrlich, ich stelle mir doch auch nicht eine Kommode in den wildesten Wald. Ja, denk doch mal drüber nach. Tanne hin oder her ist doch auch nicht weniger Weihnachten, wenn du dir keinen Baum ins Wohnzimmer stellst, jetzt mal ehrlich. Ist doch mal nach den ganzen Spielen und auch guten Tagen und Jahren schön mal zusammenzukommen, vielleicht daran zu bedenken, sie auch einfach vergessen zu wollen. Und ich sag's dir, auch in ein paar Jahren gibt's immer noch Kinder, die andere daran erinnern wollen, dass das Weihnachten ist, nicht dieses blöde Fest, was du nicht magst. Gut, also ihr seid so am Nerven, mein Weg. Das meinen wir nicht, nur das wissen wir auch, also auch zum Nörgeln. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Danke. So, liebe Zuschauer, das war's jetzt mit unserem Weihnachtsevent am RTG und wir sind nun soweit, dass wir in wenigen Sekunden mit unserem Weihnachtsmann-Contest starten. Unsere Weihnachtsmänner, die heute rumgelaufen sind, werden gleich alle vor die Kamera treten und ihr könnt hinterher voten, wer euch am besten gefallen hat. Viel Spaß und lasst ein Like da. Ho, ho, ho! Halleluja! Ho, ho, ho! Halleluja! Ho, ho, ho! Halleluja! Ho, ho, ho! Halleluja! Ho, ho, ho! Halleluja. Ho, ho, ho. Halleluja. Feliz Navidad.